Idris Schah, die Sufi-Frau und die Königin. Eine gewisse Frau aus der in Ungnade gefallenen Familie der Omeya war Sufi geworden und machte der Königin aus dem Hause der El-Mahdi, die anstelle der Omeya getreten waren, einen Besuch. Die Königin selbst war für ihre Feinheit und ihr Mitgefühl bekannt. Als sie die ausgezehrte und zerlumpte Gestalt der verarmten Omiyan-Prinzessin vor ihrer Tür sah, bat sie sie herein und wollte ihr Trost zusprechen, sowie ihr mit Geschenken aus ihrer offensichtlichen Notlage helfen. Aber kaum hatte die Omiyan-Prinzessin ausgesprochen: „Ich bin eine Tochter der Omeya-Familie“, da vergaß die Königin ihre ganze Barmherzigkeit und schrie: „Eine Frau der verwünschten Omeya? Du bist höchstwahrscheinlich gekommen, um Almosen zu erbetteln, und hast wohl vergessen, was euer Mannsvolk unserer Familie angetan hat, wie sie diese unterdrückten und ohne jede Gnade behandelten, so dass sie nur noch zu Gott Zuflucht nehmen konnte.“ „Nein“, sagte die Omeya-Prinzessin, „ich wollte nicht euer Mitleid, Vergebung oder Geld erheischen. Ich wollte nachsehen, ob die Familie der El-Mahdi aus dem schlechten Benehmen ihrer Vorgänger gelernt hat, diesen unbarmherzigen Söhnen der Omeya, oder ob deren beklagenswertes Verhalten eine Seuche war, die sicher den Sturz jener herbeiführen wird, die sich anstecken lassen.“ Die Omeyan-Prinzessin ging davon und wurde später nirgendwo mehr gesehen. Aber diese Geschichte kennen wir nur aus der Erzählung der Königin von El-Mahdi, und dadurch mag sie wohl der Anlass für so manche Verbesserungen im menschlichen Verhalten geworden sein. Zumindest irgendwo.